So, jetzt müssen wir einen von unseren Leuten, vorzugsweise denjenigen mit der wenigsten Last, und das ist wahrscheinlich Georg gerade. Ach, weißt du, was wir auch mal machen sollten? Wasch dich mal. Ich sehe hier gerade. Wenn wir damit einkaufen gehen und verkaufen gehen, dann kriegen wir Ärger. Also Bei Rondra. da wird uns jeder vom Stand jagen. Also ist ja klar, ne? Er will schon eine stinkende Horde um sich rum haben. Naja, hier hat schon Seife. So, guck mal, wir sind mal wieder sauber. Meint ihr? Wasch dir deinen Zwergenarsch. So. Und gib mal den Rest dann an Tralda. Ah, was? Denn der stinkt auch. So. Das hier können wir mal vernichten, weil die Geschichte der Gräumenkriege haben wir gelesen und die können wir dummerweise nicht verkaufen. Schade aber auch. So. Tralda, wasch dich mal. Ich glaube, meine Nachbarn machen wieder Randale, irgendwie bumsen hier mit irgendwas rum. Nicht so, wie ihr denkt. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten am wenigsten Lagerkapazität, weil dessen Kram müssen wir dann Ich versuche mein abgeben Bestes. an die anderen. Ich mag zwar den Nasrallah ganz gerne, aber weißt du, der kann nichts mehr tragen. Der muss alles abgeben, was er hat, bis auf seine wichtigsten Gegenstände. Was bummst du wieder nach rum, Nachbar? Was ist los? Nee, weil Nasreddin. Was denn? Nasreddin hatten wir jetzt oft genug mit. Und ist doch wohl nicht wahr. Jetzt nehmen wir als nächstes mal Auralia mit. Ja, das kann ich schon verraten. Ja, die ist einigermaßen lustig. Die nehmen wir auch mit hinter die Feuerfälle, wo es jetzt als nächstes die Location, wo es als nächstes hingeht. So. Ich hoffe, ich kriege das hier irgendwie alles aufgeteilt, weil sonst müssen wir den nochmal holen. Alter. Ich habe das ganz klar da drauf gezogen, stimmt's? Ich habe doch recht, oder? Sagt mir, dass ich recht habe. So, da ist noch ein einziger Schmiedehammer. Okay, dann können wir Nasrallah auch entlassen. Ich nenne ihn Nasreddin. Nasreddin? Nasreddin, mein Guter. Nasreddin, lauf nicht durch die Gegend. Du hast mir gute Dienste geleistet. Min Fadlak, womit kann ich dienen? Indem du dich jetzt erstmal hier, indem du dich jetzt hier erstmal tummelst, wie der Raspoale sagen würde. Raspoale, guckst du hier eigentlich? Ja, warte. Talib, wie erwünscht. Er hat immer noch keiner gesagt, ob das Arabisch ist. Gut. Freunde, wir holen uns die gute Cladis, weil das ist unsere Händlerin. Und, wie gesagt, wir brauchen eine Menge Geld, ne? Wir müssen hier wirklich, wir müssen auch alles verkaufen, was im Endeffekt hier nicht mehr notwendig ist. Was? Wer da? Denkt nicht zu viel an Salina, alter Tagträumer. Salina hängt noch im Murolosch rum. Ich frage mich, warum die sich da nicht schon längst Oh, was gibt's denn uriniert hat. Spannendes? Ja, komm mit. So, Mädel. Wir müssen dich mal so richtig vollstopfen. Und zwar mit Schmiedehämmern. Oide, du wirst jetzt gehämmert. So. Bist du behämmert oder was? So. Möglichst nichts verkaufen. Ah, hier, guck mal, die Brandfalle, die kannst du auch mal haben. Du bist doch sowieso eine Fallenstellerin. Weil, jetzt werdet ihr jubeln und frohlocken. Wir werden Cladis wieder ein klein wenig mitnehmen. Weil, ja, wir müssen durch die Gegend reisen und handeln. Jawohl, jawohl. Wir müssen durch die Gegend reisen und handeln und da guck mal, da ist immer noch der olle Zyklopenschädel hier, die olle Zyklopenmurmel. Das Zyklopenmurmeln. Ey, ich bin heute schlimm, ne? Also, nee, auf jeden Fall. Wir müssen eine ganze Menge durch die Gegend reisen und handeln. Und hierfür ist es gut, eine Händlerin dabei zu haben. Und wo ich das gerade doch gerade schon mal dran denke, meine Gute, könnte man dich vielleicht leveln? Und zwar insbesondere,
Auf Heilschen ist gemaxed Schiete. Fechtwaffen ist gemaxed. Wurfwaffen ist gemaxed. Was ist eigentlich bei dir nicht gemaxed, gute Frau? Oh, der Kulminatio. Oh, sie kann ja den Ignifaxius. Genau, den könnten wir doch mal. Und den Kulminatio Kugelblitz. Oh, und den Fulminictus Donnerkeil. Ja, und ich gebe ihr mal Astralenergie. Weil als Zauberin, auch wenn sie keine Vollmagierin ist, kann sie das ja gebrauchen. So, hatten wir noch was? Aha, Horiphobus Schreckgestalt habe ich noch nie verwandt. Ah ja, ja, habe ich schon mal geguckt. Dann leveln wir das Ding doch mal so weit es geht hoch. Wow, Wahnsinn. Und wir machen sie mal ein bisschen stark und geben ihr auch Konstitution. So. Mhm. Ach, Armatrutz. Guck mal. Können wir maxen. Alles klar. Ach ja, ich habe sie noch gar nicht, ich habe sie noch gar nicht mit ihren Schnellstartleisten, ne? Warte mal. Welche Kampfzauber hat sie denn am Start? Ah, doch, alles, ja. Wundervoll. Ja, vielleicht sortiere ich das irgendwann noch mal ein bisschen besser. Warte. Gladys, hast du noch Platz im Inventar? Oh ja, aber wie? Warte mal. Also hier ist alles raus beim Georg, was raus muss. Was befehlt ihr? Aber er hat hier die ganzen Schmiedehämmer. Also wenn du dich jetzt, wenn du jetzt hier neu dabei bist und fragst dich, was, warum hat der Typ so viele Schmiedehämmer? Du hast eindeutig etwas verpasst. Alter Schwede. Ja, ja, Schmiedehammer, Orama, und wir haben sie alle mitbekommen. Ich bin, bin schon einigermaßen stolz auf uns. Nee, also wir werden jetzt für die letzten Kämpfe, also für die vorletzte Location vielleicht nicht, aber oh, zumindest für die letzte werden wir alles, Alter, werden wir alles brauchen, was wir an Tränken und sonst was auf die Reihe kriegen können, insbesondere Heiltränke natürlich, Ausdauertränke und Magietränke. Was ich jetzt vorhabe, und wir müssen natürlich auch Pfeile und so weiter craften, und wir haben noch die Drachenwaffen, die wir craften müssen, weil die sind einfach für die, das war es glaube ich schon. Ja super, dann gehen wir jetzt mal handeln. Zu Grato, halt. Folgt mir. Zu Grato Helmbrecht. Feinste Rüstungen. Es ist egal, wo wir verkaufen, aber der ist hier gerade vor der Tür und ne? Hat sowieso schon unseren ganzen Schronsens. Ja, also wir brauchen alles. Insbesondere Heiltränke, Magietränke, Ausdauertränke und so weiter, damit wir das alles gut hinkriegen. Und die Drachenwaffen und andere hochgelevelte Waffen. Warum habe ich einen Fingernagel nicht geschnitten? Fällt mir gerade auf. Okay, und hierfür, und hier kommen wir nicht mit unseren eigenen Zutaten und dem, was wir gefunden haben, aus, sondern wir müssen nochmal überall hinreisen. Nach Talon können wir ja noch, wir können nach Murolosh, da hätte ich auch eben schon eingekauft, wenn nicht unser Inventar voll gewesen wäre und wenn Gladys dabei gewesen wäre. Ja, ja, ist gut. Ich verkaufe hier einfach mal und erzähle derweil. 285 Dukaten, mal sehen, wie viel wir rauskriegen. Ja, auf jeden Fall, mit unseren Zutaten kommen wir nicht aus, deswegen reisen wir durch die ganzen drei hier Locations, also einmal hier in Ferdok, müssen wir auch noch zu den ganzen Händlern, und wir werden überall die Besonderheiten kaufen, also die Dinge, die wir uns selber nicht besorgen können und oder die rar sind. Boah, schon über 100 Dukaten reingeholt hier. Nee, der gehört ihr, okay. Gut, dass ich noch dran gedacht habe, sonst hätten wir sie gleich wieder neu ausrüsten müssen. Alter, die Schmiedehämmer, das lohnt sich, ne? Falschen 19%, wir kriegen 19% bessere Preise mit ihr, ne? Also ich hätte ihr jetzt auch zeigen können, was passiert, wenn ich gehandelt hätte, ne? Dann hätten wir weniger gekriegt. Aber ich glaube, sie muss einfach nur in unserer Truppe sein. Ich glaube, der, das ist wie mit dem Schleichen. Der, der den besten Schleichenwert hat, bestimmt sozusagen. Ach, hier sind ja noch Bärenzähne und so. Ich soll das mal auf die zweite Seite, alles was zu verkaufen ist, auf die zweite Seite legen. Und diese Sachen hier eher
Kann man das nicht stacken? Brandfalle, Granatapfelfalle, was ist das denn? Ja, müssen wir auch mal mitarbeiten irgendwie mit den Fallen. Ich weiß nicht. Wir haben noch Dietriche. Brauchen wir mehr als 100 Dietriche? Ich glaube, ich werde mal die auf die zweite Seite packen. So, nö, den Schild sollen sie nicht verkaufen. Auf keinen Fall, weil das ist ihrer. So, gucken wir mal. Noch mehr Schmiedehämmer. Meine Liebe, hier ist die Schmiede. Was? Das reimt sich doch nicht mal. Ja, also, wir werden hier durch Ferdok reisen und alle Händler abklappern und wichtige Dinge kaufen und wertvolle und seltene Dinge. Dann werden wir nach Talon machen, das gleiche. Also gleich geht es hier erstmal durch Ferdok. Nochmal einen Gang durch die Gemeinde. Und dann werden wir craften. Und zwar nicht nur Dinge, die wir selber gebrauchen können, sondern Dinge, die wir verkaufen können und dadurch reich werden. Und unter Umständen, den ganzen Kram hier brauchen wir nicht. Das ist alles Zwergenschrott und wir haben keinen zweiten Zwergen. Wir werden auch keinen zweiten Zwergen kriegen. Und für diesen Zwerg, den wir hier haben, ist das, Pillepalle. Lederne Armschienen, die will ich behalten. Diese Helme und so weiter. Der Tellerhelm, der kann mal weg, weil der bringt wirklich nichts. Wisst ihr noch, Rulana hatte mal so ein Ding auf. Meine Güte, sah die bescheuert aus. Ja, und dann werden wir die ganzen Sachen, die wir halt nicht gebrauchen können, die werden wir verkaufen und zu Geld machen. Und vielleicht kriegen wir ja die 1000 Dukaten auch noch hin und können das Schiff kaufen, weil das habe ich in diesem Spiel noch nie gemacht. Und mein Spoilermeister hier, der hat mir noch nicht verraten, was es damit auf sich hat. Ich habe ihm das extra verboten. Ich habe ihm gesagt, ich schneide ihm die Zunge raus, wenn er mir das erzählt. Ja, so schlimm bin ich. Ach so. Auf der Hauptseite ist auch noch was. Guck mal hier. Diese Kugeln hier verkaufen wir auch mal. Kann sie schon nicht mehr? Sie kann schon wieder nichts mehr aufnehmen. Die ist schon wieder voll, die alte. Ja, ja, ist ja gut. Fang gar nicht erst an. So, wir haben 408 Dukaten. Wollen wir mal sehen, wie wir diesmal rauskommen. Alter Schwede. Oh, Eude. Hier, 500 Dukaten. Schon wieder 100 Dukaten. 150 Dukaten mehr. Guck dir das an. Ja, die 100 Dietriche hier, die kaufen wir auch mal. Tellerhelm, alte Streitaxt, alter Streitkolben, Naturalter Streitkolben und Schmiedehämmer bis zum Kotzen, ey, echt. Wahn fucking Sinn. Alvis Ring, wisst ihr noch? Im Dunkelwald, da machen wir die Räuber kalt. Also wir haben insgesamt 180 Dukaten seit der letzten Verkaufssession schon wieder reingeholt. Guck mal, ist gar nicht so schwer, auf 1000 Dukaten zu kommen, ist aber auch gar nicht so schwer, sie wieder loszuwerden. Ihr kennt das, ne? So. Vorgrim, mein Guter. Der braucht nicht so viele einfache Bolzen, ne? Nein, ich will nichts verkaufen. Warte mal. Jetzt hätte ich beinahe mit Vorgrim gehandelt. Der braucht nicht so viele normale Bolzen, weil wir haben noch die ganzen Kriegsbolzen und den ganzen Quatsch und wir werden ihm auch noch... Ich verkaufe mir die ganzen normalen Bolzen, weil... So viel brauchen wir nicht. Und so viel Gullmund-Tee hier auch nicht. Ihr seht schon, ich versuche so langsam. Von denen brauchen wir viele. Wir brauchen viele Ausdauertränke, damit uns nicht ständig die Ausdauer ausgeht. Ne? Hört sich irgendwie komisch an, die Ausdauer ausgehen. Ja. So, sind wir hier durch? Ah ja, hier sind auch noch ein paar normale Bolzen. Wie sieht das eigentlich aus mit Vorgrim und dieser Tumlerbark? Aber ich glaube, es ist ein, das ist ein Kugelballister, ne? Gut, SL6. 2W6, ne, das ist, ich werde ihm die mal zurückgeben. Hier fällt mir gerade auf, die Kugeln sollten wir auch noch verkaufen. Verkaufen. So, und dann, sind wir eigentlich durch mit dem Verkaufen hier? Alter Schwede, das ist eine Menge Holz, was wir hier machen, ne? Grato Helmbrecht zu. Ja, ist gut. So, wo fängt's denn an? Die Bolzen. Bringt auch eine Menge Zeugs hier. Hier, mir sind meine Murmeln runtergefallen. So, 6x Gullmund hier kann sie auch verscheuern. So. Fast 600 Dukaten. So viel hatten wir schon mal
Denk da nicht zu viel, ne? So, was wir jetzt tun, meine Lieben, das ist Folgendes. Wir werden eine neue Person in unsere Truppe aufnehmen. Erstmal zu einem ganz bestimmten Zweck. Und später halt auch für den Kampf. Und zwar, liebe Auralia... Warum kann dieses Haus nicht von einer Monster... Ja, ach, sei doch nicht so geduldig. Noch etwas ziehen lassen und dann haben wir ein feines... Ja, ich bin die was gibt denn diesmal Dringendes? Frag mich, was sie gekifft hat. Ihr wisst noch, ne, die Sprache der Eingeborenen. Und Gott, glänze ich wegen dieser Nivea-Creme. Ich rieche auch ganz doll nach Nivea-Creme. Oh, wir sind bei 1,5 Folgen. Das geht ja noch. Okay, alles klar. Wir haben ein feines. Ja, was gibt's denn diesmal Dringendes? Du kannst mal... erzählt mir etwas über euch. Ach, tut selbst das hatten wir schon. Dass ich ein paar Brocken ihr... Ach so, ich kann sie gar nicht mitnehmen, weil ich noch alle möglichen Leute in meiner... wen lassen wir denn mal hier? Weißt du was, Tralda? Warte mal. Aber Etralda von uns geht. Bei Rondra. Etralda von uns gibt, soll er erstmal alles, was er bei sich hat und was von Vorteil sein kann, an uns übergeben. Den will ich nochmal testen. Aber das ist eine Zweihandwaffe. Ja, gut. Okay, gib mal die Seife an den Stinkezwerg hier. Nee, wirklich alles, was er hat, bis auf seine Bewaffnung, soll er mal abgeben. Denn er wird jetzt erstmal hier bleiben. Ich weiß nicht, ob für immer. Ich hoffe doch mal nicht. Denn wir brauchen ihn erstmal nicht. Wir werden erstmal mit Auralia durch die Gegend laufen und mit unserer Kladis. Also wir machen jetzt, machen wir mal eine Frauenrunde. Wir können ja auch mal die Elfin mitnehmen. Die Elfi. Ja. Ach so, wir müssen einen anderen auswählen und dann. Wohlan, was nicht gerade das, was sich ein Ritter erhofft. Doch wie ihr wünscht. Du alte Blechdose. Und werde über eure Heimstadt wachen. Das brauchst du gar nicht. Da sind schon genügend Verrückte, die den Laden in Brand stecken. Ganz besonders der. Schwupp, da ist er schon weg. Na du? Dann komm mal mit. So, als erstes, als da wäre. Geliebter Arnold, warum musste das Schicksal nur so grausam zu uns sein? Den depressiven Magier würde ich auch noch gerne mitnehmen. Ach, es gäbe so viele Kombinationen, die ich mir noch vorstellen könnte, wie wir unsere Leute hier, ja, nutzen könnten. Das hört sich jetzt komisch an. Conchines. Wir müssen die so oft pflücken wie möglich jetzt. Denn wir brauchen die Brandsalben. Also ich erinnere mich an die Locations sehr, 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 sehr düster. Und ich habe auch meinem Spielerkollegen hier ganz klar gesagt, dass ich keine Lust habe, dass er mir wirklich im Detail erklärt, was da jetzt passiert. Sie hat ja auch ganz gute Zauber, ne? Sie ist eine Zauberkundige. Und wie ich rausgefunden habe, das letzte Mal kann ich euch schon mal verraten, die Dame kämpft mit Hiebwaffen. Ja, ist richtig Streithämmer und so. Die Olle ist richtig, die ist richtig irre, also. Ja. Und ganz schön kampfstark, wenn man sie richtig ausrüstet. Und wir werden sie gut ausrüsten, soweit wie es geht. Nee, und übrigens, sie ist eine Tulamidin, ne? Sie gehört auch zu Nasrallas, ne? Ja. Aber sie sagt nicht solche seltsamen Sachen, sondern sie sagt eher, wie denn, was denn und habe ich gar nicht gesehen und solche Dinge, ne? Ja, einfach. Sie ist eine Mischung aus, wie heißt da nochmal? Rakorium und Nasralla. Ja. Eine gute Mischung. Ihr werdet sie lieben lernen. Wir werden mit ihr... Wie denn, was denn? Ruhe. Ach, da ist ja noch was. Ich muss den Nasrallah nochmal holen. Ja, einfach.
Ich werde gleich mal den Vorgrim kurzfristig in Urlaub schicken. Wir machen das jetzt erstmal. Jetzt sabbel doch nicht. Wir machen jetzt erstmal hier das Pflücken, dann machen wir Alchemie mit ihr. Ja, einfach. Alter. Dann machen wir Alchemie mit ihr. Fugazigrid. Ich glaube, ich muss mal die Stimmen hochstellen. Warte mal. Geht das? Sind die einzeln einstellbar? Sound. Sprachlautstärke. Ist schon höchste. Okay. Ja. Okay. Jetzt wirklich gerne lieber laut gehört. Sie sagt komische Sachen. Und das Fugazigrid eben, das habe ich noch nie gehört. Wir haben 3 Konchinesbüsche hier. Wir brauchen die für die Brandsalbe. Und wir müssen unbedingt auch Kohle mitnehmen. Kohle aus der Schmiedetruhe. Weil die brauchen wir ja auch für die Brandsalbe, ne? Okay.